Okay, es ist bunt. Also nochmal. Der komplizierte Titel, unzulässige Einflussnahme auf das Ergebnis einer Differenzdruckmessung. Wir sind ja hier auf dem Bau, da können wir auch Deutsch reden, dann heißt es einfach so. Wie bescheißt man bei Blower-Messungen? Wir reden jetzt hier über die Minneapolis Blower Door, das ist die mit der roten Tüte, es gibt da auch andere Systeme, und über die Software TekTide Express, das ist die gebräuchliche Software für kleinere Gebäude. Aus Minneapolis oder in Minneapolis werden zwei ganz entscheidende Dinge für den Bauablauf erfunden. Das eine ist die Blower Door. Das andere, wer weiß es, ist total für den Arsch, die mobile Toilette. Das, was wir als Dixie kennen, ist in Minneapolis erfunden worden. So, lange bevor es nach Deutschland kam. Der Hintergrund meines Vortrags. Es gibt auf unseren Seminaren immer wieder Teilnehmer, die machen gar keine Messungen selber. Die wollen nicht selber messen, die wollen Dienstleister beauftragen. Und die kontrollieren Blower-Messungen. Die kriegen also Messprotokolle in die Finger und müssen die dann beurteilen. Und die fragen dann immer, was muss denn da stehen und was muss denn da so wie ausgeführt sein. Wir haben, es werden immer mehr Blower-Messungen auch wirklich kontrolliert. Auch die KfW-Geschichten werden mehr und mehr kontrolliert werden. Wir haben Auftraggeber von Messungen, die ja, der ganzen Sache nicht unbedingt trauen oder da einfach ein bisschen mehr darüber wissen wollen. Und wir haben Gutachter, die einen Messdienstleister damit beauftragen, eine Messung zu machen. Man macht sich dann natürlich auch einige Feinde, wenn man solche Sachen hier in der Öffentlichkeit erzählt oder gilt dann als Nestbeschmutzer. Warum geraten wir denn überhaupt in die Situation, dass wir an einer Messung was drehen müssen, was da nicht ganz korrekt ist? Wir haben eine Blower-Messung weist die Einhaltung einer Vorschrift nach oder eben auch nicht. Ja? Bei der Nicht-Einhaltung dieser Vorschrift, die Vorschrift ist meistens die NF, bei der Nicht-Einhaltung gibt es unter Umständen schlichtweg kein Geld. Ja? Und da wird man schon mal gefragt, müssen Sie auf der Baustelle gewesen sein, um ein Protokoll auszustellen. Die Gegenfrage ist dann meistens, welchen Wert darf ich Ihnen denn eintragen? Aber das kommt zum Glück relativ selten vor. Man hat aber auch manchmal so die Tendenz, ein gefälliges Ergebnis für den Auftraggeber zu machen. Ja, ihr macht es schon für uns, ihr regelt es schon, dass das passt. Wir sind noch nicht ganz fertig und so weiter. Wenn man das übrigens in eine Internetsuchmaschine eingibt, Manipulation, Blower Door oder sonst was, erscheint nichts. Wenn es da nichts gibt, dann findet es offensichtlich auch nicht statt. Als dritte Möglichkeit, also als dritten Grund, haben wir Wetterverhältnisse, die eine Messung unmöglich machen. Man kann bei bestimmten Wetterverhältnissen nicht messen, wenn zum Beispiel viel Wind ist. Man ist aber weit gefahren als Dienstleister, möchte gerne seine Arbeit machen. Da geht es ja auch wieder um Geld. Habe ich jetzt heute was verdient oder nicht? Deswegen kommt man da ab und zu mal auf die Idee. Wir haben jetzt mehrere Einflussmöglichkeiten, die wir nutzen können diesbezüglich. Das eine ist die Messung an sich, also der Messablauf kann irgendwie manipuliert werden. Wir haben das Protokoll und wir haben die Software. Um die Software kümmern wir uns jetzt heute nicht, das überlassen wir den Hackern, das können die machen. Aber wir konzentrieren uns mal auf ein paar kleine Sachen, die wir an der Messung als solche drehen können und bei dem Protokoll. Wir haben ja auch nicht viel Zeit. Das ist so ein typischer Prüfbericht, zumindest das Deckblatt. Bei vielen Auftraggebern oder bei vielen Kontrolleuren ist es so, denen reicht das Deckblatt. Da steht halt die Adresse drin, was da so passiert ist, wann das war, da sind ein paar Sachen angekreuzt, nach was ich mich da gerichtet habe. Und was die meisten da einfach interessiert, das sind die beiden Dinge. Die interessiert das Messergebnis, dieser N50-Wert, und die interessiert es da unten, Anforderungen werden erfüllt, zack. Dass so ein Protokoll eigentlich 5 oder mehr Seiten hat, wissen viele nicht. Da kommen dann Anrufe, ja, was war da eigentlich? Das steht doch in Bemerkungen. Ja, hat keiner gelesen. Also passiert immer wieder. Deswegen ein Prüfbericht bitte von vorne bis hinten auch wirklich mal durchschauen, was da so drin steht.
Der wichtigste Kennwert dieser Anforderungen der Vorschrift, von der eben die Rede war, ist der N50-Wert. Das ist das Luftvolumen, was der Ventilator nach außen transportiert, geteilt durch das Nettoluftvolumen des Hauses. So, und da haben wir natürlich die erste Möglichkeit, ein bisschen was zu drehen. Das heißt, wenn wir da unten eine größere Zahl eintragen, dann wird der Wert, geht er ein bisschen in die Knie, wird also gefälliger. Das ist aber natürlich auch die Sache, die die meisten kennen, dass man da einfach was anderes einträgt. Dummerweise ist es so, wenn da was zur KfW geht, das sind ja mehrere Papiere, die dann alle ein bisschen zusammenpassen müssen. Deswegen gerät es etwas außer Mode. Wir haben bei unserem Messablauf haben wir bestimmte Sachen zu erfüllen. Es gibt eine Norm, das ist die DIN EN 13829. Da steht ganz klar drin, was wir machen müssen. Das allererste ist, dass wir vor und nach der Messung, also vor allen Dingen jetzt mal vorher, die natürliche Druckdifferenz zwischen Innen und Außen ermitteln müssen. Dann haben wir 5 Messpunkte mindestens, also nicht nur einen, nicht N50. Der Abstand darf nicht größer als 10 Pascal sein. Wir, die größte Druckdifferenz muss 50 Pascal sein und die kleinste 10 Pascal oder 5-mal diese natürliche Druckdifferenz. Wenn wir eine Messung gemacht haben, eine Kurve aufgezeichnet haben, sieht die vielleicht so aus, ganz gut, würde ich sagen. Nicht optimal, aber ganz gut. Wir haben die Unterdruckpunkte, die Überdruckpunkte, dann ist das, kann man so durchgehen lassen. Bei der natürlichen Druckdifferenz wird dann das Gebläse zugehängt, sieht man hier unten, die Tüte über das Gebläse drüber gemacht und es wird 30 Sekunden lang aufgezeichnet, wie die natürliche Druckdifferenz ist. So, da darf es sein. Wenn es so aussieht, ist es okay. Wenn es dann so aussieht, zum Beispiel, ist die Messung schlichtweg ungültig. Und da hat man natürlich dann einige Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel diese Abdeckung weglassen. Mit dieser Software funktioniert das, mit anderen nicht. Oder wir können zum Beispiel eine Außentür öffnen. Aber diese natürliche Druckdifferenz sagt mir eigentlich sehr viel aus über das Gebäude. Nämlich, ob ich jetzt versteckte Leckagen im Dachgeschoss habe, kann ich damit feststellen, oder ich kann feststellen, ob zum Beispiel eine ventilatorgesteuerte Lüftung noch läuft. Das sind alles solche Dinge, die ich da auswerten kann. Wenn die Messung dann so aussieht, wir erinnern uns an die Kurve von eben, dann wird es natürlich ein bisschen spannend. Und wenn ich in einem Protokoll so eine Kurve sehe, dann müsste ich vielleicht ein bisschen mal in die Tiefe gehen und etwas genauer hinschauen, nämlich zum Beispiel dahin, ob Windmesskurve und natürliche Druckdifferenz eigentlich zusammenpassen. In dem Beispiel hier haben wir beim Windstärke 3, schwache Brise, also bis Windstärke 4 kann ich messen, danach kann ich sowieso abhaken. Und wir haben jetzt optimalerweise auch angezeigt in Rot, rechts unten, eine überschrittene natürliche Druckdifferenz. So, also im Protokoll wird es erstmal rot angezeigt. So, jetzt habe ich aber die Möglichkeit im Excel, da gibt es oben, wenn man so ein bisschen rumwurschtelt, gibt es die Möglichkeit, einen Schwarz-Weiß-Druck zu machen. Das heißt, es erscheint da nicht rot, sondern einfach nur schwarz. Da ist also ein bisschen drauf zu achten, was steht da bei der natürlichen Druckdifferenz. Genauso ist es, wir sehen hier oben die Druckdifferenz von eben und wir sehen unten den Korrelationskoeffizient, auch so ein Unwort für den Hückstedt, was er dann nächstes Mal erklären kann. Der muss über 0,98 zum Beispiel sein. Sowas muss man alles wissen, dann funktioniert es. Eine weitere Sache, wo man ab und zu mal eine gefällige Messung durchschwingt, das ist diese Geschichte, dass der Druckunterschied in diesem ganzen Gebäude, und sei es eine riesengroße Halle, nicht mehr als 10% auseinanderliegen darf. Das heißt, wenn ich da 50 Pascal habe, dann muss ich da hinten mindestens noch 45 haben. Sonst funktioniert das nicht. Messen kann man das so, man hat dasselbe Messinstrument wie an der Blower Door. Man hat ein Kapillarröhrchen, das ist ein Kupferröhrchen, das man in Fensterfalz reinklemmt und kann am anderen Ende des Gebäudes, solange die nicht mit Flaschen werfen, ist das okay, am anderen Ende des Gebäudes diesen Druck messen. Hier haben wir 48,8 gemessen, dann ist das okay. So, wenn wir jetzt aber
so eine Kiste haben. Das ist ein Bürogebäude in München. Da war ein wunderbares Ergebnis unten an der Blower Door. 50 Pascal, alles easy, ein super Wert von 0,3. Und ganz oben am anderen Ende des Gebäudes hatten wir noch 30 Pascal. Und der Grund war, dass manche Fensteranschlüsse im Erdgeschoss einfach noch nicht fertig waren. Alle anderen Geschosse waren bezogen. Und das war jetzt einen zu schnell. Alle anderen Geschosse waren bezogen. Das heißt, die Messung ist ungültig. Ich kann mit dieser Messung nichts anfangen. Da müssen wir erstmal nacharbeiten. Eine weitere Sache, die man machen kann, ist, dass man nur eine Messreihe aufzeichnet. Wir sind aber hier in der Abteilung unzulässig und das ist zulässig. Aber wenn ich so ein Messprotokoll in die Finger kriege, dann würde ich mir mal überlegen, beziehungsweise würde mal nachfragen, warum ist denn nur eine Richtung aufgezeichnet worden? Weil es könnte nämlich sein, dass da was kaschiert werden sollte, nämlich der sogenannte Ventileffekt. Das hier ist die Grafik des Anschlusses an eine Fußpfette im Dach. Wenn ich jetzt einen Unterdruck mache, zieht es die Folie weg, dann habe ich ein schlechteres Ergebnis. Wenn ich einen Überdruck mache, drückt es die Folie dran, habe ich ein besseres Ergebnis. Also bei allen Messungen, wo nur der Überdruck aufgezeichnet ist, sollte meiner Meinung nach stehen, warum das so ist. Der Skandal, was meine Kursteilnehmer immer sagen, ist eigentlich, dass die aufgezeichnete Messung im Excel immer noch manipulierbar ist. Ich kann da einfach was anderes hinschreiben. Ich habe da jetzt einfach mal eine Zeile geändert, sieht man jetzt nicht genau, aber wir sehen am Unterschied, zuerst war es 2,4 der Wert und jetzt auf einmal haben wir da 1,3. Ich kann da einfach was anderes hinschreiben, das geht. Also immer kontrollieren, was ist da genau passiert. Und nun zum Highscore, wo man so richtig mal reinlangen kann. Das ist das Ändern der Blende, und zwar entweder während der Messung, bereits während der Messung oder nachträglich. Dieses bereits während der Messung ist schon so manchem passiert, dass man nämlich eine falsche Blende angekreuzt hat und auf einmal sich gewundert hat, dass hier irgendwas nicht sein kann. Die Blende sieht so aus, wir haben hier ein offenes Gebläse, mit gar keiner Blende drin, liefert so circa 7200 Kubikmeter pro Stunde bei 50 Pascal oder überhaupt 7200 Kubikmeter. Und wir haben hier die allerkleinste Blende, die geht bis 19 oder ab 19. Das ist die Blende E. Wir sehen hier ganz undeutlich A, B, C, das D und E kann man lesen. Und wenn man jetzt einfach im Protokoll, das ist die aufgezeichnete Messung, und ich ändere jetzt auf einmal in dem Protokoll, aus überall, wo A steht, mache ich ein B und überall, wo B steht, mache ich ein C. Wir merken uns den Wert da unten. Dann sieht die ganze Sache so aus. Das heißt, wir haben hier ein viel besseres Ergebnis, einfach nur dadurch, dass wir was geändert haben. In der Grafik sieht es dann so aus, ich habe mir einen 100er Punkt ausgewählt, die Grafik ist viel besser. Also das geht ganz normal durch, ich würde es auch gar nicht so erkennen. Okay, ich habe die rote Karte auch. Deswegen beenden wir das für heute. Das nächste Mal erzähle ich euch dann, was passiert, wenn die Messung dann auf einmal so aussieht. Wenn es sich dann um so ein Gebäude handelt, weil das gibt es auch, wird auch mit einer anderen Software dann gemacht. Und das größte Problem, das man dabei hat, ist, wie man sich in der Halle fortbewegt. Dankeschön.